Aufgrund eines zu milden Winters wurde Anfang Februar für das Familienskigebiet Postalm am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingeleitet. Durch hohe Fixkosten und zu Saisonbeginn auch Schneemangel sei man in finanzielle Schieflage geraten, heißt es, von Seiten der Betreiber. Die drohenden Liquiditätsschwierigkeiten dürften die Postalm-Geschäftsführer nun zu neuen Sanierungsschritten gezwungen haben. Da das Skigebiet auch im angrenzenden Oberösterreich bei Kindern und Familien sehr beliebt ist, sei man aber zuversichtlich, das Unternehmen fortführen zu können. So der Geschäftsführer Magister Linus Pieler. Ja, die Wintersaison ist mitten im Laufen. Wie ist denn der derzeitige Stand auf der Postalm? Alle Lifte in Betrieb, alle Anlagen in Betrieb, Loipen, Winterwanderwege, Radlstrecke, Lifte, Skiverleih, Hütten, alles offen. Und ja, gute Stimmung ist wieder, Gott sei Dank, und wir sind sehr zuversichtlich, dass das doch noch ein schönes Ende nimmt heuer. Und wir haben natürlich stark begonnen mit einem guten Vorverkauf und sind dann in der Saison gestartet, wo gleich das erste Wochenende am 19. herum sehr gut begonnen hat. Ja, und dann ist das Warmwetter eingebrochen quasi und hat alles zunichte gemacht, und wir sind dann eigentlich ja, die ganzen Weihnachtsferien einmal ohne Schnee gewesen. Und in den Jänner hinein auch, wo wir sehr viele Veranstaltungen dann natürlich abgesagt haben. Und es war eigentlich fast ein Totalausfall leider. Wie sind denn die Probleme entstanden? Also hat sich das erst, ist das erst dieses Jahr entstanden? Ja, definitiv, weil wir haben ja an und für sich dank der Corona-Hilfen, wo die letzten zwei Jahre natürlich auch nicht so aufregend waren, aber das haben wir abgefedert dadurch. Und insofern sind wir gesund in die Saison gestartet. Aber wir haben ihm dann mehr oder weniger gesehen, wir müssen handeln, das ist definitiv notwendig, und haben dann diesen Weg gewählt, den wir gewählt haben. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt geht es ganz normal weiter. Wir sind wieder quasi auf Sanierungskurs und haben so, das ist der Grund, warum wir das auch so gewählt haben, dass wir da auch gesund quasi schon in die neue Saison starten können, beziehungsweise in die Vorbereitung in erster Linie. Und das war auch der Schritt, weshalb wir das gemacht haben. Was hätte denn die Postalm gebraucht, dass die Probleme nicht entstanden wären? Ja, in erster Linie natürlich einmal den Schnee. Und den Schnee kann man ja, wie wir wissen, natürlich auch maschinell erzeugen. Und wir haben ja eine kleine, feine Beschneiung, aber die hat natürlich bei weitem nicht den Durchlauf. Und das ist das Riesendilemma, was wir haben. Wie habe ich immer gesagt, wir brauchen den Einzellift, den Anfängerbereich und den Zweierlift. Und wenn wir den beschneien können, dann haben wir zumindest eine Grundauslastung, insbesondere in den Weihnachtsferien, wo ja doch sehr viele Gäste in der Region sind, Zweitwohnsitzbesitzer, natürlich Tagesskigäste, auch Touristen, Wolfgangsee Advent sage ich da nur, und das haben wir heuer einfach nicht gehabt. Naja, im Moment haben wir ja Gott sei Dank den Schnee bekommen, seit 22. Jänner, aber bis 22. Jänner war praktisch null. Und wir sind ein bisschen verzweifelt. Jetzt haben wir noch eine Hoffnung, dass vielleicht doch noch halbwegs bis zum Saisonende ein bisschen ein Geschäft wird. Mein Sohn tut mir schon ein bisschen leid, der führt ja einen Skibetrieb bzw. den Skiverleih. Zuerst hat man Schwierigkeit, dass man Menschen bekommt, dass man Mitarbeiter bekommt. Dann hat man Mitarbeiter und dann kann man sie nicht beschäftigen, weil einfach kein Schnee ist. Und das ist das große Dilemma auf der Postalm. Wie schaut es denn mit der Unterstützung von öffentlicher Hand aus? Ja, bis dato war das in dem Sinn noch nicht gegeben. Wir haben aber jetzt in diesen Gesprächen, die wir geführt haben in den letzten Wochen, ganz klar signalisiert bekommen, dass da ein Rückhalt da ist. Insbesondere dann auch jetzt diese Woche beim Landeshauptmann Dr. Haslauer in Salzburg, wo wir gespürt haben, da ist jetzt ein Wind da, beziehungsweise da ist auch eine Rückendeckung da, und auf das setzen wir jetzt sehr stark. Wie einfach oder wie schwierig ist denn als Privater Skigebiet zu führen? Naja, es ist jedes Jahr immer wieder eine Herausforderung. Das beginnt bei trivialen Dingen wie bei dem Personal natürlich. Also trivial, ich würde nicht sagen, das ist trivial, das ist essentiell, aber der Betriebsleiter zum Beispiel, den wir benötigen für einen Schlüssel, das war nicht immer so selbstverständlich, dass wir den bekommen, weil ja, man muss ihm dann teilweise den Mitarbeitern natürlich eine Option bzw. einen Ausblick geben, zum Beispiel eine Jahresstelle. Und wir wissen, wir verdienen nur im Wintergeld. Ja. Das heißt, das ist mit erheblichem Aufwand verbunden und das müssen wir auch verdienen. Und wir haben eine sehr kurze Zeit, wo wir das Geld verdienen für ein ganzes Jahr, und das ist sicherlich ein bisschen das Dilemma. Wie waren denn die letzten Jahre so?
Die letzten Jahre waren grundsätzlich gut. Wir haben eine gute Arbeit geleistet, glaube ich. Und was uns zu Verhängnis geworden ist, war wirklich das Wetter. Dafür können wir nichts und das ist das Riesendilemma. Und ja, dem sind wir halt heuer extremst ausgesetzt gewesen. Und somit haben wir vom Management her haben wir uns nichts vorzuwerfen. Ja, Thema Beschneiung, wird es da irgendeine Lösung geben? Na sicherlich, wenn wir einen kleinen, feinen Beschneiungsteich bekommen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir eben diesen Anfängerbereich in kürzester Zeit bei den kalten Nächten bei rund -3, -4 Grad dann entsprechend beschneien können. Das heißt, wir können nicht nur mit 3 Kanonen, sondern sogar mit 10 bis 12 fahren und bringen natürlich das Dreifache dann auch rüber. Ja. Das heißt, wir haben eine viel kürzere Zeit, wo wir die Fläche beschneien können, weil wir ja auch nicht so viel kalte Nächte haben im Dezember. Woran scheitert es da? An der Bewilligung. Jetzt in erster Linie auch einmal, dass wir den Verhandlungstermin bekommen, denn der wurde uns jetzt einmal in Aussicht gestellt fürs Frühjahr. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir den bekommen und dass dann endlich einmal ein Bescheid ausgestellt wird, sodass wir wissen, wir können starten. Wie wichtig wäre denn Hilfe aus öffentlicher bzw. politischer Hand? Ja, das ist sehr wichtig, weil sonst kann so ein kleines Skigebiet nicht existieren. Ja, der Nachwuchs ist natürlich sehr wichtig. Wie wichtig ist denn die Postalm für den Nachwuchs und für die Jugend? Naja, die Postalm ist prädestiniert. Es kommen ja viele Skiclubs zu uns trainieren, Skifahren lernen. Es profitieren dadurch auch die großen Skigebiete. Das darf man nicht vergessen, wenn die kleinen Skigebiete sterben, dann gibt es in den großen Skigebieten auch bald keinen Betrieb mehr, weil kein Nachwuchs kommt. Ich kann jetzt nach gut 5 Jahren sagen, es ist nach wie vor, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe das Richtige gemacht. Mir macht das nach wie vor Spaß, wenngleich natürlich die letzten Jahre ein bisschen rauer waren, sage ich jetzt einmal. Das ist immer so, wenn man, ich glaube, so ein Projekt beginnt, sind einmal die ersten Jahre, wo quasi so der totale Pionier, der visionäre Charakter noch vordergründig ist und wo man halt noch neu ist in der Region, wo sich vielleicht auch die Menschen noch nicht so viel zutrauen, dass sie das und das kritisieren. Das ist ganz normal, glaube ich. Es hängt dann von der Unternehmerpersönlichkeit ab, die natürlich stark genug sein muss, das auszuhalten. Ich traue mir das zu nach wie vor. Wenngleich natürlich, ja, der Wind ist, wie gesagt, schon ein bisschen rauer geworden, weil natürlich immer mehr Kritik von der einen oder von der anderen Seite kommt. Die einen sagen das, die anderen das. Das kennen wir auf der Postem. Das würde ich mir auch wünschen, dass es vielleicht ab und zu ein bisschen vielleicht weniger ist. Aber am Ende des Tages schauen Sie, ja, das muss man schon aushalten, glaube ich.